Hey, guten Morgen Österreich. Wir sind gestern 3-4 Stunden nach der Arbeit noch gefahren und hier wunderschön aufgewacht. Und jetzt ballern wir weiter nach Tamils und frühstücken erstmal ordentlich und dann shreddern wir eine Runde. Und da sind wir schon angekommen in Tamils. Mega geiles Skigebiet. Hier waren wir das letzte Mal vor 3 Wochen. Und ich und der Sebo werden gleich starten. Und da gibt es die Uga Runs. Wie das ausgesehen hat, zeige ich euch hier mal einen kleinen Ausschnitt. Bist du bereit für einen Uga-Run, Oida? So sah das Ganze vor 3 Wochen aus und jetzt stehen wir hier oben auf der Pistenrampe und fahren gerade wieder den Berg hoch. Es ist nach Feierabend, also die Piste ist geschlossen. Die Lifte laufen nicht mehr und keine Personen dürfen auf den Pisten natürlich fahren, weil jetzt diese fetten Pistenrampen da fahren. Und wir sind hier mit ein paar Locals, die profimäßig Snowboard fahren unterwegs und die wollen in der Sunset-Zeit, also in der goldenen Stunde, noch ein paar Aufnahmen machen mit einer Drohne oder mit einer professionellen Filmkamera. Für den Snowpark Tamils. Durch einen sehr glücklichen Zufall sind wir bei den Pro-Ridern hier in Tamils mitgekommen, dank dem Luki. Und stehen jetzt oben am Snowpark Tamils Pro-Line. Die Sonne geht unter und wir haben auch einen Filmer dabei. Richtig gutes Equipment und machen jetzt noch Sunset-Shots. Und ich guck mal, ob ich ein bisschen was auch aufnehmen kann. Auf jeden Fall ist es mega geil, weil die Aussicht hier um die Uhrzeit, so in der goldenen Stunde, also das ist einfach krank geil. Guckt euch das an. Einfach. Hammergeil. Ohne Scheiß. Und wir sind mit der Pistenraupe hochgefahren. Alter, das sieht immer so winzig aus, wenn so eine Pistenraupe irgendwie fährt, aber die hat so Kraft, das ist... Ich bin ziemlich stoked auf jeden Fall. Richtig cool. Dem aufmerksamen Zuschauer ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir 2 Fahrräder dabei haben. Die konnte man nämlich anfangs auf unserem Heckträger sehen. Jetzt befinden wir uns hier in diesem Wald in der Nähe von Innsbruck, haben noch einen dritten Kumpel abgeholt, der auch so ein schönes Enduro-Fahrrad hat. Und wir fetzen jetzt mal die Berge runter. Das sind übrigens die ersten Aufnahmen, die ich mache, wo ich beim Mountainbiken zu sehen bin. Ich bin da nämlich ganz neu in dem Sport.
Juhu! Thank you.